Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gefecht in World of Tanks. Ich fahre heute auf der Karte Karelien den italienischen Jagdpanzer SMV CC 56 und als erstes will ich hier zu der Standardposition für Jagdpanzer. Wir müssen unsere Basis verteidigen und die befindet sich da vorne rechts neben dem Felsen, da wo jetzt der IKV 65-2 steht. Oh, hier links Leopard und AMX-13 FL-11 schon gespottet. Und ich glaube, da könnte ich rankommen. Oh, nee, das hat nicht geklappt. Und auch jetzt kein Treffer, glaube ich. Und dann begebe ich mich jetzt doch dahin, zu dieser Position. Und da oben ein M6. Und ich sehe auf der Karte, auf der AB-Linie ist weitaus mehr los. Und hier unten ist der AMX-13 FL-11 wieder aufgetaucht. Und ein VK 3002, Treffer in den VK. Ich hatte den VK anvisiert. Ich dachte, ich hätte den AMX anvisiert. Und den VK runtergeschossen auf 32 Punkte. Hab weiterhin ein Auge auf den... Oh, das ist der M6, ist da oben nicht zu sehen. Ein T29 ist da aufgetaucht, steht aber hinterm Felsen. Und da hinten ist der AMX wieder. Versuche ich dem IKV da nicht vor die... Oh, ist er gerade nicht mehr gespottet. Dem IKV da gerade nicht vor die vor das Kanonenrohr zu fahren. Oh, da oben sind sie rausgekommen. Da hinten ist ein IS-2S, wenn ich das richtig erkennen kann. Und den IS-2S zerstört. Ja, den T29 kriege ich jetzt nicht mehr anvisiert. Der hat sich... Oh, doch, da ist er nochmal rausgekommen. Habe ich nicht richtig aufgepasst. Und jetzt kann ich ihn nicht richtig anvisieren, um einen grünen Durchschlagspunkt zu erhalten. Ja, da war ganz kurz was zu sehen. Da kommt der M6 rausgefahren. Treffer in den M6. Und nochmal getroffen. Ah, der M6 wurde zerstört. Dann ist der T29 immer noch da. Und der VK bekommt ordentlich Treffer. Da ist noch ein T34. T29 ist zerstört. Und der T34 brennt. Konnte seinen Brand aber löschen. Oh, der VK ist zerstört. Und jetzt sehe ich, dass auf der ABC-Linie da doch Panzer durchkommen. Und ich ändere meine Position. Vielleicht kann ich die da oben noch unterstützen. Das ist ein T34-85, ein T34-1. Andere kann ich nicht erkennen, was das ist. Der schwere Panzer, der da steht. Ja, jetzt muss ich den langen Weg da nach oben fahren. Aber noch sind da genug Panzer von meinem Team. Da ist der T34-85.
anvisiert, aber ich glaube, das muss ich manuell machen. Da steht er dahinter. Ach, der Schuss ging in Felsen. Da hat er sich gerade im richtigen Moment bewegt und in Sicherheit gebracht. Jetzt kommt er nochmal raus und zerstört. Ich habe noch eine Granate im Magazin. Und ich lade sicherheitshalber nach. Das war der schlechteste Augenblick. Jetzt sind die beiden da gerade rausgefahren. Der T34-1 und der AMX-13-FL-11. Der neue... Oh, ich bin offen. Ich bin offen. Ich bleib trotzdem jetzt erstmal hier. Oh, der Schuss fiel vor dem dicken Max in den Boden. Aber jetzt den dicken Max zerstört. Da ist der T34-1. Ich bin immer noch offen scheinbar. Ja, den Schuss konnte ich abwehren. Jetzt hänge ich hier fest, muss weiter zurückfahren. Und erstmal nachladen. Oh, nochmal getroffen vom BZ-58. Und da ist der T34-1. Treffer. Bin natürlich wieder offen, ganz klar. Aber da konnte ich Schüsse abwehren. Aber jetzt kommen die natürlich auf mich zu. Und oh, ich sehe, ich bin letzter. 9 zu 14. Da kommt der T34-1. Ja. Ah, der Schuss ging nicht durch. Und jetzt habe ich noch eine Granate, das ist zu wenig. Gleich habe ich nachgeladen. Ah, hat mich der AMX von der Seite getroffen. Oh, da kommt ein Stuck. Oh, ein Treffer in den Stuck. Oh, jetzt werde ich von hinten beschossen. Oh, im schlechtesten Moment geschossen. Und da wurde ich vom AMX-13-FL-11 zerstört. 9 zu 15 verloren. Ja, leider eine Niederlage. Wir sehen uns in der Auswertung. Das war der italienische Jagdpanzer SMV CC-56 auf der Karte Karelien. 5 Punkte für den Battle Pass. Erhalten, 3 Fahrzeuge beim 3. Premium-Auftrag zerstört, gehen wir in die Teamauswertung. Platz 1 anhand des Schadens, 2461, 3 Kills. Und daraus ergibt sich eine WN8 von 4446. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, drückt den Abonnieren-Knopf und dann hören und sehen wir uns im nächsten Gefecht wieder.